Der Alkohol- und Tabakkonsum bei Jugendlichen geht zurück. Das ist die gute Nachricht aus dem heute in Berlin vorgestellten Drogen- und Suchtbericht. Doch dieser Bericht beinhaltet auch Besorgniserregendes. 195.000 Menschen sterben demnach jährlich an den Folgen von Tabak- oder Alkoholkonsum. Einen Schwerpunkt legt der diesjährige Bericht auf Kinder suchtkranker Eltern. Mehr als 3 Millionen Kinder hierzulande haben mindestens einen suchtkranken Elternteil, so der aktuelle Drogenbericht. Viele von ihnen werden später selbst abhängig oder psychisch krank. NACOA Deutschland bietet regelmäßige Chats für Minderjährige. In der Anonymität können sie oft zum ersten Mal über ihre Ängste reden. Dass sie vielleicht in der Schule was Unachtsames sagen und sie dann letzten Endes schuld sind, die Eltern verraten zu haben. Insofern sind die sehr angespannt. Sie versuchen auch ständig vorauszuahnen, was brauchen die Eltern denn jetzt. Das heißt, die Rollen zwischen Eltern und Kindern verdrehen sich eigentlich. Die Kinder werden Eltern ihrer Eltern. Ein Gläschen in Ehren, wenn überhaupt, empfehlen Ärzte. Frauen sollten maximal ein kleines Bier, Männer höchstens ein so großes Bier am Tag trinken. Doch jeder 5. Mann und jede 7. Frau hierzulande konsumieren regelmäßig deutlich mehr. Dennoch sieht die Drogenbeauftragte eine Trendwende. Heute trinken halb so viele Jugendliche regelmäßig Alkohol wie vor 15 Jahren. Und die Zahl der jugendlichen Raucher ist im selben Zeitpunkt sogar um 2/3 gesunken. Eindringlich warnt Mortler vor einer Verharmlosung von Cannabis, das besonders bei jungen Menschen psychische Probleme verursache. Gefährlich auch der steigende Konsum von stimulierenden Drogen wie Heroin oder aber Crystal Meth. Mit gravierenden Folgen. Im vergangenen Jahr starben daran mindestens 1.333 Menschen, so viele wie lange nicht. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, hat in Berlin den Drogen- und Suchtbericht vorgestellt. Den größten Schaden richten demnach noch immer legale Suchtstoffe wie Alkohol oder Nikotin an. Das zeigen die 121.000 Tabaktoten im vergangenen Jahr. Alkoholkonsum kostete rund 74.000 Menschen das Leben. Ein Schwerpunkt des Berichts ist die Lage von Kindern in suchtbelasteten Familien. Britta Spiekermann mit einem Beispiel. Justin ist 17 Jahre alt. Seine Mutter hat die Familie früh verlassen. Sein Vater ist alkoholkrank. Vertrauen, Verlässlichkeit, das hat er erst in einem Therapiezentrum für betroffene Familien kennengelernt, wo er heute lebt und betreut wird. Ich bin auf jeden Fall sauer, weil unsere ganze Kindheit wurde eigentlich verschwendet. Wir mussten halt alles machen. Ich und mein Bruder mussten den Haushalt machen, wir mussten Wäsche waschen, wir mussten Essen kochen. Und wir haben halt unsere Schule vernachlässigt. Viel zu früh, zu viel Verantwortung, Überforderung. Die Betreuer kennen das fatale Muster. Diese Kinder werden gewissermaßen Eltern ihrer Eltern. Das ist eine große Belastung für die Kinder, weil sie ja auch die Erfahrung machen, eigentlich kann ich es noch gar nicht und ich mache es nie gut genug. Ja? Und das ist extrem frustrierend. Die Kinder haben dementsprechend auch ein sehr, sehr niedriges Selbstbewusstsein. Ein viel zu lang vernachlässigtes Thema, gibt die Drogenbeauftragte zu. Rund 3 Millionen Kinder leben in suchtbelasteten Familien. Jetzt fordert sie flächendeckende Netzwerke. Es muss endlich Schluss sein damit, dass diese Kinder permanent durch unser Raster rutschen, dass sich keiner für sie verantwortlich fühlt. Kindern suchtkranker zu helfen, das muss eine echte Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen werden. Den Kontakt zu seinem Vater hat Justin bewusst abgebrochen. Er will sich ein eigenes Leben aufbauen, später eine Familie gründen und alles anders machen als seine Eltern.